Hasenhüttl nach 0:9 vor dem Aus. Ralf Hasenhüttl steht nach der historischen 0:9 Pleite gegen Leicester City beim FC Southampton vor der Entlassung. Laut Medienberichten bereiten die Verantwortlichen eine Ablösung des ehemaligen Leipziger Trainers vor, der sich nach dem Debakel vor seine Mannschaft stellte. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was heute passiert ist, sagte der 52-Jährige. Nach vielversprechendem Start mit dem geglückten Klassenerhalt in der Vorsaison steht der Österreicher mit den Saints aktuell nach 10 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz in der Premier League. Barca hinterlässt vermüllte Kabine. Die Spieler des FC Barcelona haben ihre Umkleidekabine nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei Slavia Prag chaotisch zurückgelassen. Das belegt ein Video von The Football Page auf Twitter. Zu sehen sind Tapebänder, Papierfetzen, Verbände und Plastikflaschen, die auf dem Boden liegen. Auf dem Tisch stehen benutzte Energyflaschen, Becher und Bananen. Warum der spanische Meister die Kabine in diesem unsauberen Zustand hinterlassen hat, ist nicht bekannt. Can für ein Spiel gesperrt. Emre Can wurde nach seinem Platzverweis in der EM-Qualifikation mit der Mindeststrafe von einem Spiel Sperre bedacht. Der 25-jährige Nationalspieler steht Bundestrainer Joachim Löw damit lediglich gegen Weißrussland nicht zur Verfügung. Beim letzten Länderspiel des Jahres gegen Nordirland am 19. November dürfte der Mittelfeldspieler von Juventus Turin wieder mitwirken. Beim 3:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Estland war Can wegen einer Notbremse bereits nach 15 Minuten des Feldes verwiesen worden. We'll be right back.